So, meine Lieben, nahtlos geht's weiter. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ich habe jetzt von dem kleinen Boss hier in der letzten Folge die Gamaschen bekommen. Also die Schuhe, wie ihr seht. Hier, oh, seht man jetzt nicht so gut. Sind eigentlich ganz geile Teile, habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Schade, dass ich nicht das riesige Turmschild bekommen habe, aber ist egal. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken. Jetzt habe ich nur noch mein Schwert ein bisschen gepimpt. Mehr Schaden. Wenn man so kämpft, muss man halt damit rechnen, dass man auf die Fratze kriegt, also dass man Energie abgezogen hat. So, und hier gibt es nämlich das erste, was man regulär findet, dieses, was ist das, Seelenfeuer oder was? Seht man gleich dann hier. Feuerhüterseele, genau. Mit denen man die Flakons aufwerten kann. Zeige ich mal direkt. Kann man nämlich hier im Fahrstuhl runterfahren. Und da ist man direkt am Start wieder, also auf der Insel der Start. Kann sich ein bisschen aufpimpen. Steht da, ein bisschen aufpimpen. Hier gibt es irgendwie auch noch, wenn man sich runterrollt, findet man ja auch noch etwas da auf der Plattform und muss ein bisschen rumgezappelt, Springer machen, oder das ist nicht so meins. So. Laufen wir mal ganz schnell darunter. Ich sehe auf jeden Fall mal ziemlich professionell aus. So, passt auf, da haben wir das nämlich auch erledigt. Redet nämlich immer noch nichts, aber die will das Zeug hier haben. Sehr schön. Jetzt haben wir ohne plus 2, das heißt, das heilt noch ein bisschen schon weiter. Glaube ich mal. Also ein bisschen mehr Heilung. Was ist hier? Kann man rinspringen, oder? Hat er eine Nachricht? Ich weiß nicht, ob er eine Nachricht hinterlassen hat oder was. Ich habe einfach keine Ahnung, was das ist. Aber Menschlichkeit habe ich 9. Oh, da nicht ganz vergessen sagen. Ich gucke mir keine Guides oder so an. Ich frage Hicks, meinen Kumpel, weil ich möchte das Spiel so gut wie alleine packen. So, das war eigentlich im Endeffekt, wenn man das so sieht, alles, was ich bisher über das Spiel weiß. Großartig mehr ist es nicht. Ihr seht, ich weiß noch nicht viel. Das eine oder andere ja schon. Auf jeden Fall mal da oben weiter. So. Die Hilbator ist echt gut gegen die dort zu kämpfen. Das ist richtig geil. Da drin, der ist ein bisschen komisch. Der tanzt ein bisschen bekloppt darum. Yeah.
weiß jetzt gar nicht, kommt der jetzt noch, oder? Tanzt er wieder bekloppt, da unten rum. Vielleicht krieg ich ne. Zu mir gelockt. Schon noch ein Wurfmesser. Wurfmesser müsste noch gehen. Ne, der droppt schon wieder nichts. Ich könnte kotzen, ey. Ich krieg mit dem hier nichts. Nie, nie, nix. Nie, nie, nix. Ich dachte, es wäre ein Bug. Das ist tatsächlich so, dass du mit dem da irgendwie. Der Zauber hat alles nur geschmissen. Konntest du zwar nicht benutzen. Das heißt doch, er konnte es ja benutzen, aber. Manche Sachen halt von seiner Kraft, Stärke hier und alles nicht. Drüber springen. Oh mein Gott. So, das ist eigentlich so weit, war ich immer noch kommen. Jetzt gehe ich mal gerade noch hier hoch. Da ist nämlich noch so ein Typ, den ich befreien kann. Ich weiß aber nicht, für was das ist. Ich mach's mal. Down, da 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 da. Oh, Menschlichkeit. Noch was? Nee. Ich lock nämlich in einer Zelle. Dann kann ich befreien. Ich weiß auch nicht, für was ich denn befreie. Also der ist irgendwie, der sieht wohl ziemlich brandgefährlich. Ich habe noch nicht probiert zu töten. Nämlich brandgefährlich aus. Still human, are you? Then I am in luck, as you can see. Er steckt fest. Dann machen wir das Ding offen. Das ist nämlich der geheime Schlüssel. So. Thank you. I am Knight Lautrec of Kalim. I truly appreciate this. And allerdings später. Yes, very sorry. I've just been freed. Nee, komm hier, gib mir was her. I am free. Now I can get. Ich weiß zwar nicht, was seine Arbeit ist, aber. I am free. Das sagt er mal selber. So, mein Lieben, jetzt kommt der Punkt, an dem ich vor diesen Gargoyles da komme. Also ist der Punkt, an dem ich persönlich nicht mehr weitergekommen bin. Und ja, was soll ich sagen? Ich schaff's einfach nicht. Könnt euch das Ganze mal angucken.
glaube nämlich nicht, dass ich das schaffe werde. Kurz mal gucken, wie lange habe ich noch zum Aufnehmen? 6 Minuten, fast 7. Ja, da muss ich noch 2, 3 Mal versuchen können. So. Und ich rüste mich mal. Könnt ihr mal Feuerbomben probieren? Einfach mal so. Vielleicht springt das hier was. Da oben ist dieser Glockenturm. Ich bin nicht weit weg vom ersten Mal hier was zu leisten in dem Spiel, sage ich mal so. Problematisch ist aber, dass ich diese Hammelbude jetzt hier nicht schaffe. Das seht ihr jetzt. Oh Gott, ich bin auch sauträge. Auf geht's in den Kampf. Macht schon, der klopft schon unheimlich zu, die Sau. Denkt er, ach, der ist doch nicht schwer. Ja, das Problem wird, dass wir dann gleich sehen. Zum Beispiel das Gute am Ritter, was am Zauberer scheiße ist, frisch beim Blocken immer was abgezogen. Ich hier aber nicht. Was habe ich denn jetzt geritten? Was war denn das? Shit! Shit, shit, Jungs! Ihr seid gestorben, aber was war denn das jetzt gerade? Er hat sich denn den Schwanz abgeschlagen oder was war das da? Ich dachte, ich hätte ihn besiegt. Boah, 93! Kann ich noch so eine Schärpe? Nee, nicht Schnitt. Ja, was kann die Axt? 90, die ist langsamer. Ja, was brauche ich dann dort jetzt? Ich verstehe das nicht. Ohohoho. Kannst nicht nutzen. Scheiße. Och, hätte das so Bock gemacht. Ja, okay.
Und auf jeden Fall haben wir noch eine neue Waffe. Breitschwert plus 1. So, wie ihr seht, das war jetzt. Ich habe zwar noch dieses Zeug. Das Problem ist ja nicht der eine. Das Problem ist der Hammelbock, der dazukommt. Wenn der andere die Hälfte so irgendwie verloren hat, dann kommt so ein Hammelbock dazu. Und der Hammelbock, der geht mir richtig auf die Nerven. Der andere ist eigentlich alleine gar kein Problem, aber der andere kommt, sobald der irgendwie nur noch eine gewisse Energie hat. Und das schaffe ich halt nicht. Und das weiß ich nicht, warum das so ist. Versteht ihr, Jungs? Muss man halt mal gucken, an was das liegt. So, okay, ich mache hier aber mal ein Päuschen. Haben wir jetzt Viertelstunde, haben wir auf jeden Fall voll. Jetzt nochmal hochzurennen und so um zu kämpfen. Mache ich es lieber das nächste Mal ausgeruht dort weiter. Weil ich mache eh ab hier wieder weiter. Ja. So, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.